Tja. Ich habe die Niemandswerf komplett, ich habe Heidis Feuerturm komplett, ich habe den Wald der Riesen komplett, ich habe Frescher komplett, also die Lichtsteinbucht, ich habe Weg des Pfarrers komplett, ich habe den Schattenwald komplett, soweit ich den natürlich gehen kann. Ich kann jetzt eigentlich nur noch hierhin, laut meiner Erinnerung. Wir können jetzt diesmal zu dem Lörkel, was, beziehungsweise... Ja, der vom Drachenbund seine Macht ist aus Kalamit, das weiß ich schon. Wobei, wenn ich Kalamit wäre, würde ich mich schämen, ja, dass ich den Pussys meine Kraft gebe, ja. Ganz ehrlich. Kalamit war so awesome. Der alte Drache, der war so ein Pushover. Drachenbund ist Kalamet und Nashandra ist Manus, glaube ich. Ach, der redet ja gar nicht mit mir, weil ich habe nichts mit dem Int. Ach ja, das Beta-Gebiet. Gut, die alte Zeit. Habe ich nicht edlen Knochenstab dabei? Nope, habe ich nicht. Habe ich nicht. Ach, wartet mal. Wartet mal. Kann ich doch mit der Fackel was tun? Ah, wunderbare Aussicht. So schön. Das war das Feuerschwert, das wollte ich nicht. Ein nackter Zombie, Hallöchen. In einer dunklen Gasse. Das Scheißvieh. Moment, wie war denn das? Muss ich da springen? Nein, da muss ich springen. Ja, auch mit deinem grünen Zeug da. Hier, so. Ja, jetzt bin ich vergiftet, because awesome und so. Nein, vorbei! Ich hätte es überlebt, wenn ich nicht vergiftet gewesen wäre. Warum sind die Monster immer alle halb nackt in dem Spiel? Ich verstehe das nicht. Warum seid ihr immer alle halb nackt? Ich finde das überhaupt nicht gut. Ist nicht mal sexy. Da verstören und komisch. So, nächste Fackel. Stunde 47. Schon viel. So, einmal. Oh, zweimal. Nein, nicht vergiften. Vergiften ist pfui. Das ist so bescheuert da. Dann weg einfach. Okay. Und da geht mein Dude noch unten. Mein Dude ist weg. Ich muss nur hier so springen. Hier so. So, irgendwie so. Ich kann das, ich bin Profi. Aha, sag ich doch, ich kann das. Haha, wen haben wir denn hier? Shit. Warum nehme ich Schaden, wenn ich den blocke, den Hund? Versteh das nicht. Gib mir Kontrolle in den Arsch, oder was? Rickards Degen. Wie kann Rickards Degen in Dark Souls 1 und in Dark Souls 2 sein? Wie geht das? Sagt mir das. Ich will eine logische Erklärung. Was? Es gibt einen anderen Weg darunter? Ist mir egal. Holz- und Stahlkiste. Holz- und Stahltruhe, ja. Mehr sag ich nicht. So, ich komme jetzt von hinten.
Der ist nackig. Der ist nackig. Warum bist du nackig? Warum zuckst du so in der Treppe? Aber der Kerl hatte doch gar keinen Finsternisschaden, oder? Das war doch eine normale Stangenwaffe, was der hatte. Oder bin ich da falsch informiert? Sieht so bescheuert aus hier. Planking! Planking 3.0. Jawohl! Stufenplanking. So muss das. Was soll das heißen? Es ist nicht neu, dass ich von hinten komme. Ihr wollt es doch genauso wie ich, gibt's doch zu, ja. Verurteilt mich nicht immer. Ihr wollt es genauso wie ich. Was soll denn? Plexi! Plexi! Ja, Plexi! Scheint wohl wieder zu funktionieren. You're back! Erstmal. Ja. Praise the sun! In der Zwischenzeit, wo ich aufs Internet gewartet habe, habe ich ja nochmal die Wintersonnengöttin da. Nee, was? Ach, irgendeine Göttin Wendelin getötet. Wendelin, das war die Schwester von. Eigentlich der Bruder, das war ein er. Wer war ein Bruder? Ja, der Wendelin, die du getötet hast. Ah, okay. Diesen Miniboss mit in diesem Raum, oder? In diesem langen, langen Gang. Ja, ja, richtig, richtig. Ja, das war ein Bruder. Easy peasy. Er hat nämlich das Abbild von der Großbusigen erschaffen, weißt du, dass das Sonnenlicht da ist. Ah. Damit die Menschen quasi sehen, die Götter haben das Land nicht verlassen, es gibt immer noch Sonnenlicht und die Götter sind hier. Deswegen ist das mit dem Sonnenlicht. Understand. Verstehe. Schön. Ja, es ist viel, viel cooler, wenn du die Story kennst dahinter. Das stimmt. Ja, das aber dafür habe ich ja dich. Ja, weiß schon. Deinen laufenden, atmenden Guide für Dark Souls. Fenas, nackter Donnerstag feiert keine Sau, weil das guckt fast keine Sau, aber vielen Dank. Und außerdem gab es da schon sehr, sehr lang keine Folge mehr. Just saying. Plexi? Ja. Ich wollte nur checken, ob du wieder Disconnect hast oder nicht, weil du sagst nichts. Nee, ist alles okay. Ich war nur gerade so Kiste, Mimik. Aber ich hab's geöffnet, da war nichts drin. Was ist denn das denn, Scheiße? Ja, in der ganz linken ist nichts drin, ja. Du müsstest eigentlich wieder eine Vollhüterin-Seele haben, nachdem du den anderen London jetzt getötet hast. Nachdem ich sie jetzt gekillt habe, müsste ich eine Vollhüterin-Seele haben? Nein. Doch? Nee, du hast doch. Wie du das Licht ausgemacht hast, war doch diese Vollhüterin mit dabei. Die hat doch mit dir geredet und dich verurteilt, wie du das machen konntest und bla bla bla. Ja. Ja, das ist eine Feuerhüterin, da hast du die Seele doch bekommen davon. Wendelin. Nein! Die Feuerhüterin, Gottverdammt! Die habe ich aber nicht getötet. Warum nicht? Weil sie nicht. Die war nicht mehr da. Hä? Die muss da sein. Nö. Ich war am Feuer und war sie nicht mehr. Du hast sie doch getötet. Die kommt doch und challenge dich auf der, vor der Drehplattform. Ach so, nee, warte, hab ich noch nicht probiert. Also auf der Drehplattform war ich noch nicht. Ja, musst du doch. Wie kommst du denn sonst zu Gwendolyn? Teleportiert. Ah, okay. Dann geh mal zur Drehplattform, da ist die Feuerhüterin, die kannst du töten. Oder musst du sogar. Okay. Nice. Irgendein Zauberlichtschwert bekommen, so ein Scheiß. Ich hätte so gern Pfeile, aber du bekommst in Dark Souls 2 so spät erst die Möglichkeit, Pfeile zu kaufen, das ist abstruse. Okay. Bei den normalen Händlern verkaufen wir mal 30, 50, du brauchst erst die Glut irgendwo drei Gebiete später, bis du da mal unendlich die Pfeile kaufen kannst. Okay. Mach mich zum traurigen Panda. Interessant. Ah, Sichel im Arsch. Penner. Aber ich merke gerade schon, wie mein Internet wieder ein bisschen rumspackt. Also das liegt eindeutig an der Telekom irgendwie. Ruf mal bei der Telekom an und beschwer dich. Also, bei mir kommst du normal an. Ich höre dich ganz normal. Ja, aber ich höre dich leider nicht normal. Das ist ein bisschen sehr komisch. Ja, mich musst du nicht hören. Hauptsächlich höre dich, das passt schon. Moment, da ist irgendwo so ein Schmetterling im
Busch. Hi, er guckt dem Gras beim Wachsen zu, das ist auch nett. Pussy. Mann weg. Aromaschlick. Da oben ist er. Meine letzten 7 Pfeile. Natürlich ist der Baum im Weg. Ha, da war ich schon ziemlich nah an der Kante. Giftiges Moos und Lebenstein. Lebensteine sind immer gut. Fenast hört dich auch normal im Stream, also von dem her. Okay, dann scheine ich ja normal anzukommen und. Lexi, du bist ganz normal, du bist ein ganz normaler Junge. Ganz normal, okay. Yeah. So, das scheint mir die Folge dran zu sein, die hier steht. Yeah. Ja, in der Brass Armor. Einer Gottheit zu drohen. Naja, möchte gern Gottheit. Das ist aber auch ein Schwertchen. Ich glaube, es ist in Dark Souls ziemlich einfach, die Lizenz für den Titel Gottheit zu bekommen, weil das ist irgendwie alles eine Gottheit. So, Feuerhüterin gebackstabbt, ey. Wie kannst du nur? Und tot. Na komm schon, komm mal. Oh! Wo denn? Da ist er. Oh! Nicht schlecht. Der hat mich gekontert, gekillt. Ja, hätte sie vielleicht sagen sollen, sie kann parieren. Nee, ist ja nicht schlimm. Muss man ja selber mal lernen. Dass das so ist. Ja, okay. Ich habe mich gerade verlaufen. Ah, da. Orientierung. Nix. Null. Nada. Na, komm runter. Komm, da ist er. Jetzt scheint hier nie wieder die Sonne. Yeah. Nein, du hast das Sonnenlicht ausgeknipst. Ich hab's voll drauf. Mhm. Ist ja nicht so, dass du in Dark Souls nicht über Leichen gehen würdest oder so, ne? Nein, nie. Moment, da war doch irgendwo das Haus mit dem Loch im Dach. Ja, hier. Seelenspeer. Grüne Blüte und giftiges Dingsbums. So, wow, Loch. Oh mein Gott. Denk mal, ich geh zum Chariot, was? Ah, die haben tatsächlich Finsterwaffen, das wusste ich gar nicht. Aber hier kann ich sie blocken, komischerweise. Na, bleib stehen. Okay. Und, Plexi, fühlst du dich jetzt besser, nachdem Ornstein und Smaug tot sind? Ja. Wesentlich. Aber du musst mal gucken, du hast gestern ewig gebraucht. Also haufenweise versuchen, heute nach dem dritten Mal, zack, war er down. Ja. Das ist aber immer so irgendwie, man braucht immer so eine kleine Pause dazwischen und dann geht's schon wieder. Feuerhüterseele. Yay. Danke. Was? Ich musste. Wann hätte ich dich jemals Gott genannt, Fenas? Was? Hä? Seltsamster Kommentar ever. Just saying. Au. Da kommt Nummer. Ah, das ist der Peitschenheini. Komm her, gib's mir!
Ja, die meiste Zeit verbringe ich in Dark Souls wirklich damit, Gegner zu verarschen. Gott, das sind so pervers einfach, ey. Ich hab gerade oh mein Gott gesagt, da warst nicht du gemeint, Fenas, ja? Ich meine nicht immer dich, wenn ich was sage, ja? Wenn es um Mimics und Holzkisten geht, dann meine ich dich. Nur dann. Tja, mal weiter in Richtung Kolosseum. Ach, ich bin ein Held. Ja, im Erdbeerfeld. Scheiße, das ist das rote Phantom. Ich bin eben gerade zum Leuchtfeuer gelaufen, bevor er die Feuerhüterin stand, die ich eben gerade getötet hatte. Und dachte mir auch, ich teleportiere mich dann von da. Nee, du musst zum Mittleren. Ja, genau, Punktegruppe ist ja dann aus, hab ich nicht vergessen. Ah, Nippelslicer. Nein! Was ist denn jetzt bei dir los? Rotes Phantom mit fetten Zweihänder meint, er könnte mich penetrieren von drei Seiten gleichzeitig. Das sind so Sachen, die finde ich überhaupt nicht sexy. Das klingt spaßig. Ja, jetzt schlägt er mir das Schild aus der Hand und fickt mich. Dann lad mich wenigstens zum Essen ein, wenn du mich fickst. Ja, das muss schon sein. Das ist das Mindeste, was du tun kannst. Ja, yeah, Backstab! Ich möchte ein Glücksbärchen sein, das wäre wunderbar, ein Glücksbärchen sein. Yes! Bitch! I killed you. Ich sehe es positiv, du musst wenigstens immer an mich denken, wenn du eine Mimik triffst. Ja, das stimmt allerdings. Weil ich mir einfach mal denke, der Mann ist so arm, der kann Holz von Metall nicht unterscheiden, ja. Selbstbord! Geil! Scheiß Sprungmechanik. Fuck you. Auf dem Mond wäre das nie passiert, ja, da würde ich jetzt rumschweben, wie Gott. Plexi, erzähl was, du bist still. Ich bin gerade wieder am Feuerband schreien. Schiebst du dir schon wieder heimlich Sachen in den Mund? Was? Wer hat das gesagt? Nur dass die das mit der verhüllten Seele, das wird auch nicht funktionieren. Andenken der Vergeltung kann ich immer noch nicht nutzen, das gibt's doch gar nicht. Ich denk mal, du hast da irgendwas vergeigt. Oder muss ich die verhüllte Seele nutzen? Du musst gar nichts benutzen, du musst dich nur hinschauen und X drücken oder A, je nachdem, untersuchen halt. Und dann fragt mich, ob du das wieder herstellen willst. Okay, bei mir steht immer nur untersuchen, deswegen ist es ein bisschen sehr merkwürdig, aber okay. Was kommt, wenn du untersuchen machst? Was kommt, wenn du untersuchen machst? Nee. Was? Nee, ich hab gesagt, was kommt? Dann kommt so wieder abgehäckselt an. Oh je. Gott, jetzt verrecke ich wegen dir auch noch, das kann doch nicht sein, ey. Ja, immer wegen mir, ist klar. Ich habe nirgendwo. Ich habe schon wieder keine Möglichkeit, Pfeile zu kaufen. Das ist so eklig. Wie spielt man Dark Souls 2 bitte als Jäger durch, wenn man nie Pfeile kaufen kann? Würde mich mal interessieren. Kniet nieder. Leg dich hin und kuschel mit der Erde. So ist es richtig. Oh je. Wir kommen.
Nekdaf kann auch keine verkaufen, weil ich habe ihm noch keine Glut gegeben. Ergo, er redet nicht mal mit mir. Der verkauft mir erst Sachen und Kräfte, wenn ich ihm die Glut gegeben habe. Und der hat eben keine Glut, das ist das Problem. Ich war noch nicht im Eisenschloss. Oder verstehe ich da was verkehrt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich bei ihm noch nicht shoppen kann. Fein, ja, ganz fein. Jetzt legen meine Seele. Nein! Fuck. Jetzt habe ich auf den Chat geguckt, anstatt zu gucken, wo ich hinlaufe. Ah, meine Nippe. Fuck. Fuck, fuck, fuck. 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 Ah, das gibt's doch nicht. Erbärmlich. Einfach nur erbärmlich. Feind. Du hast aber einfach die 30. Was kann ich? Geh mal weg, ich muss den Chat zu lesen. Schwein, du. Skelettpen legen und danach zu Gabern in die Höhen rennen. Dann hast du zumindest endlich Giftpfeile, die du anschließend in Pharas Dingsbums von ihm kaufen kannst. Ja, ich will aber keine Giftpfeile. Giftpfeile sind scheiße. Ich will ganz normale Pfeile. Mehr will ich gar nicht. Ganz normale Pfeile. Jetzt haben wir jetzt 12.000 Seelen verloren wegen Dummheit. Ich bin so gut. Ich bin so richtig Pro im Moment. Pro Souls. Ah, ja, ja, ja. Chill, Mann. Chill. Weil ich jetzt schon wieder Grippe, oder? Nein, 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 nein. Nein. Um das zusammenzufassen. Einfach nein. Das ist Stress. Ich finde halt die Überlegung ziemlich doof, dass ich sage, hey, ich habe eine Fernkämpferklasse im Spiel, aber ich limitiere die Möglichkeit, Pfeile zu kaufen, weil... Why not? Leuchtet mir nicht so ein. Nein! Fuck! Ja, alle vier gepult. Ja, aber voll. Yes! Ah, leck mich doch. Das gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Warum ist das Bild weg? Das gibt's gar nicht. Das Bild muss da sein. Der Stream läuft immer noch, das Bild kann ich wechseln. Ich versetze mal die Menschlichkeit einfach, damit ich wieder gut drauf bin. Warum ist das Bild weg?
Okay, ich sehe schon, ich darf wieder ein paar Etagen zurückrudern. Ich bin einfach zu gierig im Moment. Ich muss wieder langsamer spielen, nicht so hektisch, nicht so schnell. Easy, langsam, Präzision. Na, komm her. Wenn ich es mir recht überlege, würde ich sagen, geh weg, geh weg, geh weg. Fuck! Ist das Bild immer noch weg? Eine Rückmeldung wäre ganz super von jemandem. Ist das Bild weg? Ist das Bild da? Was geht ab? Was geht ab? Jawohl, Skill. Ah, wo kommt der zu schnell her? So kleiner, böser Mann, sie. Und weg. So, brauchen jetzt gerade Schwert, wunderbar. Und mein geiles Gut zurückerlangen. Jawohl, geht doch. Ist alles machbar. Na, wie gesagt, eine Rückmeldung wäre ganz nett. Hört auf, mich zu ignorieren. Ich mag das nicht. Ah, Backstabber ist doch. Nein, jetzt kommen Pontius und Pilatus auch noch. Ah, das sind definitiv zu viele. Oh, ja. Quick Exit, Ninja Exit. Da kommen sie alle. Bist du denn weg? Ach komm, geht zurück auf eure Ausgangsposition. Position! Ja, genau. Ihr läuft jetzt da den ganzen Level mit mir mit, oder? Schuh! Hau ab! Hi! Und tschüss. Ah! Der ist schon direkt hinter mir. Ah, sie sind weg, Gott sei Dank. Nein, sind sie nicht. So, das Peitschenfreak Nummer 1 ist noch hier. Wo sind die anderen? Da ist er! Fenast, lebst du noch oder bist du schon hollow? Ich weiß es nicht. Gib mir eine Rückmeldung. Vielen Dank. Wäre nett. Wäre super nett von dir. Moment, war ich da oben schon? Ah ja, doch, da bin ich hergekommen.
sind die Typen jetzt hin? Da müsste doch noch einer leben, theoretisch. Okay, aufpassen, wo ich hier hintrete. Hier nach rechts und hier links. Und dann erst geradeaus. Jawohl, so war das. So war das. Hölle der Untoten. Habe ich dieses Item jetzt vorhin geholt? Ja, habe ich. Habe ich. Jetzt bleibe ich hier mal ganz kurz stehen. So. Dann machen wir einfach den Chariot-Boss. Ja, das Zeug, was ich habe, müsste eigentlich reichen. Müsste, sollte. Will ich sehen. Wahrscheinlich gehe ich eh mindestens einmal drauf. Oh yeah, Chariot Boss. Fun. Scheiß Skelette. Geh weg! Ich bin Arzt, ich muss hier durch. Ja, das ist der erste Skelettmagier. Au. Da kommt's. Pferdi. Jawohl. Muss hier nur noch bis zum zweiten kommen, wenn wir alles super. Okay. Ah, shit. Zu lange gebraucht. Pferdi! Pferdi, komm! Komm, Pferdi! Pferd! Gott sei Dank. Du Kacke! Oh mein Gott, war das knapp! Pferd. Okay. So, ich mache jetzt erstmal die ganzen Skelette und dann mache ich das Pferd. So. Noch nicht lesen. Hebel. Ja, den sehe ich von hier. Bin ich blind. So, einmal. Flammenschwert. Armes Pferdi. Naja, nicht wirklich. Autsch, ich hab doch geblockt. Aha, bye. Flink ist er schon, das muss man ihm lassen. Ah, trifft er mich schon wieder. So ungewohnt, die Boss in 60 FPS zu machen. Ja, jawohl, da ist er tot. Da ist er tot. Bye, bye. 25.000 Seelen, das ist ja auch ein Witz eigentlich. So, schwindende Seele. Holzpfeil. Moment, ich muss jetzt in diese Richtung. Da gab es ja auch noch ein paar Sachen. Schwindende Seele.
verschwindende Seele. Und hier ist die Klippe, okay. Passt. Okay, so wie es aussieht, Fenas, du bist nicht mehr da. Sehe ich das richtig? Schade eigentlich, Plex ist auch nicht mehr da, alle lassen sie mich alleine. Ah, ist echt nicht nett von euch. Finde ich überhaupt nicht gut. Nein, überhaupt nicht. Mm-mm. Ah, da vorne war der Bummel. Da war es. Szene des tapferen Kriegers, genau das wollte ich. Was steht hier? Enges Gebiet. Rafi Blutung, was für eine Geste, okay. Auf jeden Fall Bonfire. Okay, der will gar nicht, dass ich hier rumstopfe. Scheinbare Wand? Ne, das stimmt nicht. Das ist eine echte Wand. Gut, zurück noch mal Chula. So, mal alles konsumieren, was wir so dabei haben. Zwölf, das sind zwei Punkte, was ich verteilen kann. Sieht so mit meinem Charaktersheet aus. Was brauche ich denn? Anpassung habe ich schon fast wieder auf dem Wert. Stärke war 36, ob das was Mikro. Kondition. Habe ich 9151 Seelen über. Das bedeutet, ich muss mal wieder was upgraden. Aber leider kann ich nichts upgraden. Was ist denn das? Großschatz des Schwarzen hat das. Ich kann nichts upgraden. Nee, komm. Dann kaufe ich mir davon Lebenssteine. Ich glaube, das ist intelligenter. Wie viel könnte ich denn 30? Nee, ich kaufe mal 10. Das sind 3000, den Rest heben wir uns auf. Ja. Brückenzugang? Hä, hatte ich den schon? Leuchtfeuer? Brückenzugang? Achso, unter der Brücke. Das war ja unter der Brücke. Stimmt, der Rad. Unter der Brücke. So, dann habe ich meinen Char schon fast wieder so wie auf der PS3. Ich brauche noch 5 Wit und 5 Konditionen. Dann habe ich die Basiswerte schon mal wieder auf dem Level. Moment, Moment, Moment. Schlangenring für mehr Seelen, kennen wir. Müssen wir schon benutzen, wenn wir es haben. So, machen wir dann Licht aus. Störst noch, blendest mich. Halt, da gehe ich falsch, da geht's zur Brücke. Ich will über die andere Brücke. Muss ich hier hoch.
Der muss sich ja direkt hier hoch. Okay, das waren zwei, das ist jetzt noch einer. Ja, das greife ich genau an, wenn er angreift. Das ist so intelligent. Moment, wie viele Pfeile habe ich denn noch? Drei Stück. Sieht man die wirklich? Nee, jetzt nur einer. Nee, zwei sind gemuddelt. Hätte schon gedacht, man könnte das abzählen, wie viel man noch dabei hat. Hätte mich jetzt gewundert. Gut, dafür brauche ich den Schlüssel. Genau. Warum kann man hier keine Fackel entzünden? Das verstehe ich auch nicht. Schon cool aus an der Ferne mit dem Kolosseum und dem mit der Brücke. Schon hübsch gemacht. Zwar ein bisschen schlecht aufgelöst, aber hübsch gemacht. Hey, 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 wer wird denn da mit Pfeilen schießen auf mich? Ja, hier den Weg hoch. Getarnt die sind, die siehst du fast überhaupt nicht. Ja, nein. Warum geht alles durch mein Schild durch? Ich verstehe das nicht. Das ergibt für mich keinen Sinn. Warum geht alles durch mein Schild? Ah! Mist, das wäre zu cool gewesen. Das wäre so cool gewesen. Gnadenlose Rihanna? Rihanna? Ist das nicht eine Sängerin? Nee, schreibt mal an, das ist ein NPC. Na, Hallöchen. Das sieht fast aus, als hätte sie so einen Ulasu-Kopfschmuck wie Magier damals in Ulasu. Mit der Sense kommst du auf mich zu. Gott, bist du doof. Doof bist du. 2000 Seelen. Naja. Naja. Wo war denn hier die Höhle? Die müsste da sein, wo der Typ steht. Ja. Hören Sie auf, mich anzuhitten. Sie haben das überhaupt nicht zu tun. Was soll denn das? So, du hast den Schlüssel. Genau. Was? Flammenschmetterlinge, die sind super. Dann mache ich mal einen Shortcut auf. Ja, nicht Shortcut, aber den Weg zum Bonfire. Bonfire. Ach, so weit zurücklaufen. Ich glaube, ich habe Blasen an den Füßen. Und schwuppdiwupp. So, ah, da ist jetzt der gute Mann, der Peyton nicht mag. Na, alles klar. Who are you? I thought you were that bastard for a moment. You've set me free. Now I can find him. A cheap prick. He won't know what hit him. Phenas, du hast... drei Tode verpasst, Jared Boss war First Try und auch gleich im anschließend auch gleich besiegt. Und jetzt habe ich den Schlüssel geholt und rede mit diesem super tollen, einsamen Mann. Wo warst du überhaupt? Lass mich nicht immer allein. Mag ich nicht. Yeah, Geste. Okay, der mag Pate nicht. So, das Leuchtfeuer ist entzündet, da gehe ich nicht rein, weil da brauche ich Pfeile, die habe ich nicht. Pfeile sind Mangelware in Dark Souls 2, bis zum Eisenschloss. Leider, leider. Moment, nachdem jetzt eh keine Feinde mehr kommen, Heilring rein, passt.
Na, da oben liegt noch das Item. Telekom, ja, Plexi hat auch im Moment Probleme mit der Telekom, deswegen ist er im Moment nicht mehr im TS anzutreffen. Leider. Disconnects und laggy. Versuch springen. Ne, springen darf ich hier nicht. Giftiges Moos. Der Typ wird dann noch gezuckt. Ich hab's gesehen. Ja, da drüben komme ich jetzt noch nicht hin. Da brauche ich erst Pfeile, damit ich den Priester abschießen kann. Das sieht auch total geil aus irgendwie. Ach ja, ich denke die ganze Zeit schon drüber nach, wie geil wäre das, wenn das mit PS4 rausgekommen wäre, so mit Unreal Engine oder sowas, Unreal 4 Engine. Ach, das wäre ein Traum. Das wäre ein Traum. So. Skelettpriester, nächster Boss. Halleluja, Halleluja. Ja, da brennt der Rock, ne? Da brennt's im Schritt. Au, heiß. Hot. Hot and spicy. Nein, das ist meine Säule. Geh weg. Meine Säule. Wer stapelt so viele Leichen und zündet die dann an, bitte? Ha, hab den Schuh kaputt gemacht. Was sagst du jetzt? Ja? Ja? Ja, der Magier mit dem Stab ist gefährlich. Der spawnt Skelette, oder? Pinwheels, Pinwheels of Death. Fireball. In the face. Ja, die PC-Version sieht extrem gut aus, aber ich hätte es besser gefunden, wenn sie die dynamischen Schatten, also dynamische Beleuchtung drin gelassen hätten oder wieder eingefügt hätten. Dann würden nämlich die Fackeln Sinn machen in dem Spiel, ja, das Fackelsystem. Das überhaupt keinen Sinn macht in dem Spiel, weil man durch diese statische Beleuchtung sowieso alles sieht. Aber nun gut, ich meine, hey, why not? Der erste, why not? Ah! Heiß. Gott, die Bosse sind so dermaßen einfach in dem Spiel, das ist Hammer. Ich schlaf gleich ein bei dem Boss. Die haben so die Schwierigkeit vom... Ah, wie hießen der in Dark Souls 1? Den Ass, sag's mir, wie hießen der? Damit du das Recht zu kindeln bekommst. So den Schwierigkeit-Level haben die. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der hieß. Ah, wie hießen der Bauer? Der mit den ganzen Masken. Wie hieß der in Dark Souls 1? Könntet ihr mal aufhören? Danke. Gibt noch einer? Nee, gut. Ja, das Spiel sah damals in den Trailern so dermaßen gut aus mit dem dynamischen Licht. Und wenn du überlegen musstest, benutze ich eine Fackel, brauche ich eine Fackel, muss ich dafür das Schild weglassen, das war so genial. Aber hier ist dieser komische Grauschleier drüber und du siehst sowieso überall, wo du hin kannst. Von dem her, bin ich nicht so der Fan. Also das hätten sie schon machen können mit den dynamischen Lichteffekten. Ich meine, ja gut, es muss auf einer 8 Jahre alten Konsole laufen, aber wir sind auf dem PC, ja. Auf dem PC. Füg das doch ein. Ich meine, das Spiel sieht nicht schlecht aus, ja, ist klar, aber es ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß. Wir sind da schon ein paar Etagen weiter. Ach, komme ich jetzt ins Erntetal? Nee, Pinwheels sind die Skelette auf dem Rad. Ich weiß nicht mehr, wer er hieß.
Es war auf jeden Fall das Vieh mit den 6 Armen und er hatte die Maske des Vaters, Mutters und Sohnes auf dem Gesicht. Ja, und konnte halt diese Mirror Images von sich machen. Aber ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Also Pinwheel war es nicht. So, Erntetal. Ich komme aber auch nicht mehr auf den Namen. Danach kam auf jeden Fall Nido. Bla 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 bla, kennen wir schon. Was, der hieß Pinwheel? Wirklich? Ich dachte, die kleinen Skelette heißen Pinwheel. Heißen die kleinen dann anders? Nee, kann gar nicht sein. Muss Pinwheel gewesen sein. Der hieß wirklich Pinwheel? Scheiße. Oh boy. Ah, 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 Gift. Gift ist blöd. Du brauchst nur in meinem Let's Play gucken, Zwinker. Hieß der nicht Feuerrad im Deutschen? Feuerrad? Ich glaub, der hieß Feuerrad im Deutschen. Shit, da geht's nicht hoch. Ganz kurz vor der Gift. Ja, ja, der hieß Feuerrad im Deutschen. Deswegen wahrscheinlich auch mein Hirngymnastik, das Pinwheel irgendwie nicht so ganz gepasst hätte, meiner Meinung nach, aber okay. Wobei das eigentlich total falsch übersetzt ist, aber okay, ich will mal nicht so sein. Wahrscheinlich haben sie gedacht, der schießt Feuer. Nehmen wir ein Feuerrad. Warum nicht? Hat zwar nichts mit dem Rad zu tun, aber wir nehmen einfach mal Feuerrad. Ich meine, passt schon. Yeah, Fackel. Warum gibt es eigentlich keine Möglichkeit, hier dieses ganze Gift wegzumachen? Das wäre um einiges interessanter. Zweig. Hey, Gavlan! Sein Krug ist übrigens leer, der ist den ganzen Tag am Saufen, hä? Ja, Deutsch und übersetzen, das ist... Reden wir gar nicht darüber. Nee, nee. Sind aber auch teuer. 1500, hä? Nee, komm. Lass bleiben. Gavlan nicht ganz dicht im Kopf. Gavlan, alles totgesoffen. Ey. Kruder Stein. Für die kruden Momente im Leben.
Ich dachte, der steht auf. Mach auf, das Ding. Feuersamen, göttlicher Segen. Ja, Anti-Gift, wunderbar. Also dieser Giftbissring, der bringt so überhaupt nicht. Der war im ersten Teil irgendwie stärker. Da, das Ding. Bringt es überhaupt nicht. Ist zwar schön, dass ich ihn habe, ist ja nett und so, aber die Resistenz ist fast null. Nee, ich will nicht unbedingt nur Feuerpfeile, ich will eigentlich normale Pfeile, ja? Und die gibt es eben da bei Macduff und das ist das Blöde. Wie du siehst, habe ich nur noch 3 Stück dabei und 3 Stück sind nicht wirklich viel. Au, du kannst hier raufschlagen, stimmst du? Die sind auch so totale Pushovers, ey. Brettende Riesen können Bälle werfen, aber haben überhaupt nichts auf dem Kasten. Au. Schon bist du tot. Du fährst fast genauso schnell wie die hier. Lächerlich. Was? Kommst du hier? Ich meine, Giftpfeile sind schon schön und gut, aber die Giftwaffen sind das Problem. Du brauchst halt immer mehr Schüsse oder mehr ja, Treffer, bis das Gift dann auch wirklich wirkt. Das ist nicht so One-Shot und das Gift wirkt. Das ist das Problem daran. Wie bei Feuer und Finsterpfeile. Das ist One-Shot und das zieht halt gleich, ja. Das ist ein Mechanismus. Habe ich den damals auch gezogen? Oder geht das Tor einfach auf? Ja, es wird das Tor. Gut, dann müsste ich am Bonfire sein, oder? Ja, da war ein Bonfire. Ich bin immer noch so vom Uchigatana enttäuscht. Es ist so dermaßen langsam und schlecht im zweiten Teil. Im ersten Teil war das die Überwaffe schlechthin, hey. Und jetzt? Ich will es gar nicht mehr haben. Man bekommt es auch irgendwie viel zu spät. Shit, jetzt bin ich da reingefallen. Shit. Ich wollte da nicht rein. Nicht zu den Idioten. Ah. Knie nieder. Nein, tu mir nix. Tu mir nix. Okay, einer da. Hui! Bobo, wo kommst denn du her? Fieser Fettsack. Lalalala. Ah, Gott, 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 Gott. Nein, 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 nein. Ich sagte nein. Ah, ich bin Überlebenskünstler. Und tschüss. Geh weg von mir. Psycho-Stalker, hey. Nein. Balletta-Albträume, Hallöchen. Herzlich willkommen. Nein, 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 nein. Bad 6, nein, nein, kein Bad 6, danke. Wiedersehen und tschüss. Ich bin der Weihnachtsmann, der bist du. Au. Ich sollte die blöden Sprüche lassen, glaube ich. Der steht da überhaupt nicht so dran. Ja, das sieht ein bisschen aus wie Nemesis vom Gesicht hier, oder? Erinnert mich so ein bisschen daran. Ja, niedergestreckt mit einem Schlag. Ah, ich vergesse immer, der haut dann irgendwie an die Seite. Nein. Hatsch, 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 hatsch. Hui. Nein. Gott, bist du dämlich. Du hättest mich killen können.
dämlicher Haufen Scheiße, du. Das gibt's ja nicht. Alter Schwede. Na, drehen wir uns jetzt im Kreis. Komm, lass mich deine Ballerina sein. Jawoll. Puh. Ja, super, die roten Phantome sind schon ein bisschen krass in dem Spiel, das muss ich schon zugeben. Aber die vier sind machbar, wenn man in Bewegung bleibt. Wenn man einen Charakter hat, der auf Geschwindigkeit getrimmt ist, dann geht's. Ja, das mit Blitzzauber habe ich mir auch schon mal überlegt, genauso wie Heilzauber, da muss ich wieder auf Int gehen, dann, bis ich mein Int jetzt nach oben wirtschafte, ich habe einen Wille von 6, ja. Also ich bin nicht sehr gläubig im Moment. Bis ich das hochwirtschafte, das dauert ewig. Dann mache ich lieber meine normalen Basiswerte, da habe ich mehr davon. Was? Der Wille pusht mein Heidi-Ritterschwert wirklich? Skelett das mit Wille? Wir haben jetzt neu. Ne, eskaliert nicht mit Wille, guck. Nur mit Stärke und Beweglichkeit. Ach doch, Wille, tatsächlich mit C. Okay, ich nehm's zurück. Du hattest recht, du bist sehr, sehr weise. Da hattest du recht. Das ist auch sehr lustig, da bin ich schon mal runtergesprungen, es ist instant tot. Da war ich pissig. Ja, das mit dem Räuchern, das ist doch, Räuchern war doch den Spell erlangen, bevor du ihn überhaupt benutzen konntest, oder wie war das? Ich glaube irgendwie so. Aber dann, wenn du ihn benutzen kannst mit niedrigeren Stats, dann glaube ich, ist er schwächer? Irgendwie so, hi, lass mich mal durch. Hi, 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 hi. Und tschüss. Da, das sollst du aufspringen für mich. Da, mach nochmal. Jawoll! So gefällt mir das. Wie, du hattest zu viel Zeit für das Spiel, was? Ach so, wegen dem, du bist sehr, sehr weise. Ja, ja, passt schon. Du hast zu viel Freizeit, das ist dein Problem. So, Giftschein und faules Harz. Jetzt pass mal auf. Wir machen das ganz intelligent, weil sonst sehen wir nämlich nicht, wo wir hinlaufen. Tada! Der neue Copperfield. Erstmal orientieren, da liegt was. Und schon bin ich wieder vergiftet, because I'm awesome. Nom nom nom. Wie er das Gras fressen kann durch seinen Helm durch, ist mir bis heute schleierhaft, aber es geht anscheinend. Moment, da unten lag doch auch noch irgendwann was. Jawohl, da ist er. Schwindende Seele. Hier auf dem PC sieht man wenigstens, wo man hinläuft. Ja, auf der PS3 siehst du trotzdem nichts, trotz Fackel. Bin ich denn jetzt wieder? Ah, hi Jungs. Na, wie geht's? Alles Roger? Ich will hier raus. Heidi, Heidi, Heidi. Bin ich denn jetzt lang gelaufen? Hier.
Ja, es kommen auch wieder mal Zeiten, da hat man keine Zeit mehr. Da ist man froh, dass man Zeit gehabt hatte für solche Sachen. True Story. Wow, der zweite ist auch schon aggro. Ja, mit weiter Vergifterei. Na komm her. Das glaube ich war ein Spell Chameleon, genau. Auch nicht so toll. Der Nietzscheibe. Wow, was ich da Vergiftungsding brauche oder Anti-Gift-Sachen. Menschenbild, kleine Höhle. Schaffe ich es noch raus? Ja, ganz knapp. Puh. Da vorne wartet er schon mit seinem Hammer. Da wartet er schon. Lass ich ihn am besten nicht mehr länger warten. Warum bist du schon wieder halb nackig? So, bevor ich da reingehe, gehe ich hier lang. Zu sehr schreien. Den Sonnenhüter. Oh, hi. Was machst du hier? Braucht 5 Minuten bis er angreift. Was zuckt denn der so komisch? Seltsamer Typ. Ist das nicht genau dasselbe Modell wie in Dark Souls 1 unter dem roten Drachen? Ist das nicht exakt dasselbe? Zumindest kommen mir die Käsefüße bekannt vor. Schonensiegel, gehst ja lernen, gelobt sei die Sonne, jawohl. Moment, da muss ich das austauschen mit gelobt sei die Sonne, sagen wir, ja. Jawohl. Praise the Sun. So muss das. Wie kommst du auf die Idee, dass sich alle nur für mich halbnackt ausziehen? Das verstehe ich nicht. Wann habe ich dir jemals irgendwie solchen Denkansatz gegeben? Wann? Sag mir das. Ja, jetzt bist du vergiftet, ne? Das war nicht so toll. Ja, aber ich denke mal nicht, dass ich auf Wille gehen werde, weil ich später sowieso wie in der Konsolenfassung das Splitschwert wegwerfen werde. Und daher ist es ziemlich sinnvoll, das überhaupt dann noch mitzuführen. Ich muss halt nur warten, bis ich zu McDuff komme, damit ich das Magie-Bastard-Schwert machen kann, wie ich es auf der Konsole hatte. Und dann ist das eigentlich eh schon passé, das gute Ding. Ja, ja, ihr komischen Analstöpsel, jetzt komm her. Komm her, komm her. Hör auf zu stinken und komm her. Für Schatz, was? Moment, dürfte ich hier den Fahrerstein benutzen? Bin mir nicht mehr sicher. Ja, tatsächlich. Was war denn da nochmal drin? Giftbissring. Ah, hier finde ich den Giftbissring. Ich habe ihn vorhin gekauft für 6000. Awesome. So gut. Rauch, raus, raus aus der Soße. Nicht Rauch, raus aus der Soße. Immer schön raus.
Drachenschwert und Magie. Welches Drachenschwert denn? Ui, hi. Kommst du her? Warum sind die... Naja, gut. Die Frage spare ich mir jetzt. Warum sind sie grün? Das Kleine liegt am Gift. Scheiße. Staggert mich doch noch ein wenig. Ja, ist noch nicht genug. Da bist du. Skeptiker-Gewürz. Yay, das hat sich gelohnt. Bin ich wenigstens nicht mehr so skeptisch. Springen und Unterstützungsangriff. Ja, das stimmt. Da kann ich rüber. Oh, war das knapp. Ach, dass Hexerei nicht erklärt wird, das finde ich gar nicht so schlimm, aber... Was ich ein bisschen komisch finde, dass nicht erklärt wird, wo Finstermagie herkommt, weil wir wissen ja, Dark Souls hatte keine Finstermagie, das gab es dann erst in der Vergangenheit in Undersied wieder. Das ist das, was mich ein bisschen irritiert. Warum nur in der Vergangenheit? Warum verschwand das in Lordran dann? Ah, fuck, jetzt bin ich in die Falle reingelaufen. Nein, nein, ich bin fast tot. Millimeter noch. Drei Pfeile im Genick, jawohl. Und ich lebe noch. Und ich sehe damit gut aus. Oh, hi, da bist du. Moment, da müsste noch einer sein, oder? Nee. Schwere Armbrust plus 3 und schwere Bonzen. Tanitscherbe, wunderbar. So, hier war ich schon, hier war ich auch, hier war ich auch. Nur nicht ins Dreckwasser fallen, das ist tödlich. So. Ja, die Magie ist aus dem Abgrund, das ist richtig. Also müsste sie theoretisch von Manu stammen, weil er ist der Herrscher des Abgrundes. Aber was passierte dann damit? Ich meine, später in Lordran war ja die Finsternis wieder bezwungen. Manus und Co. und die Verderbnis, aber uns fehlt die Story dazwischen. Warum, weshalb, wieso? Das ist das, was ich meine. Warum gibt's dann die Finsternis hier in Drenlake? Dickerchen. Ach, jetzt erwischt mich der doch noch. Nein, er hat die Truhe kaputt gemacht. Das heißt, kein Loot für mich. Oder es ist nur Abfall. Shit. Waren da nicht die finsteren Stulpen drin oder sowas? Ah, ich weiß es nicht mehr. Blöd. Blöder Hammer, Bruder. So, nächster einfacher Boss. Habsuchtdämon. Jabba the Hutt. Hi. Naja, schlägt uns in den Lippen. Ah, weg vom Schwanz, weg vom Schwanz. Ja, ich hab's gewusst, dass du das machst. Ich hab's gewusst. Was? Warum machst du das nochmal? Darf ich vielleicht mal aufstehen? Das wäre nett. Oh oh. Bist wunderschön. Okay, ich hab gelogen. Bist nicht wunderschön. Bist wunderschön hässlich. Und tschüss. Praise the sun. Ja, lass dich mal fressen, dann bist du nackig. Nee, 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 den Gefallen tue ich dir nicht. Du stehst aber auch seltsame Sachen so nebenbei. Sehr seltsame Sachen.
Ich finde aber ganz ehrlich, dass Narshandra nicht aussieht wie Manus, sondern mehr wie... sie könnte die Tochter von Nidus sein, weil... mit dem Verfluchen und der Sense und sowas... finde ich zumindest. Die würde viel, viel besser zu Nito passen. So, jetzt muss ich mal gucken, wo Plexi ist. Oder ob Plexi überhaupt nochmal kommt oder nicht oder schon. Wenn ich meinen Mauszeiger sehen würde, wäre das alles sehr hilfreich. Da ist mein Mauszeiger. Als wenn ich Steam öffnen könnte. Fuck, was habe ich jetzt gemacht? Wartet mal. Ich muss ganz kurz das Spiel verschieben. Fuck. Desktop, danke. Plexi ist gar nicht mehr online. Das ist natürlich blöd, wenn der nicht mehr online ist. Schade. Mir fehlt ein Ersatz für sämtliche Bosse aus Dark Souls 1, wenn ich ehrlich bin, ja? Hallo? Es ist ja nett, dass wir den Geralt-Boss hatten oder Skelettmagier, aber die waren alle so dermaßen läppisch und langweilig, dass die... weißt schon. Einfach langweilig. Ich würde nicht sagen, wenn sie was drauf hätten. Besonderes Moveset oder so, aber... sind alle so lame. Frischer sah ganz lustig aus, aber wie ich da gesehen habe, dass sie nur auf der Stelle steht und sich im Kreis dreht und lasert die ganze Zeit, habe ich mir gedacht so, nicht wirklich. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Stärke im Punkt, Speed im Punkt, Kondition im Punkt, dann habe ich eh schon wieder nichts mehr. Was mache ich jetzt mit den 5500 Seelen? Kann ich irgendwas... das Heiligschwert kann ich verstärken. Und gleich nochmal. Dann ist es auf 7. I'll be around. Keep me around. Come back later, I will be naked in my smithing hut. I can forge you steel, if you know what I mean. Ja, es war ganz schön, dass Ornstein wieder mit dabei ist, aber es war wirklich nur purer Fanservice. Genauso wie, wer wurde denn noch zurückgebracht vom ersten Teil? Nicht nur Ornstein, wir waren der zweite. Jetzt hört mir der Name nicht ein. Die Glockengargoyles, genau, die sind da auch purer Fanservice. Aber gut, sie passen irgendwie rein, aber sie passen auch irgendwie nicht rein, weil ich sagen muss, ja, hättest du lieber was Neues gemacht, ja. Und warum nur Ornstein? Warum nicht auch noch Smaug, in der Kathedrale? Ich meine, die zwei gehören zusammen, das steht fest. Dieser Raum wieder, da bin ich so oft krepiert. Aha, ein besser ist so. Ich meine, das ist für den Krug, oder? Ja, Krug ist ein bisschen untertrieben. Für diese riesige, männliche Schale. Oh, hi. Du kopfloses Etwas. Jetzt habe ich natürlich wieder keine Pfeile für meinen Bogen, damit ich darauf schießen kann, weil brauchen wir ja nicht. Aua. Pike. Aua. Komm, friss im Laufen wie bei McDonald's. Passt schon. Schieb's rein.
Ah, vorbei. Wie kann man diesen riesigen Gang nicht treffen? Nee, das glaube ich nicht. Ornstein hat eine Goldrüstung. Ja, der ist in Lordran. Das ist der echte Ornstein. Jetzt versuch mir da nicht irgendwie so Sachen zu verdrehen und zu verkaufen. Nee, 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 nee. Der Drachenjäger hier ist die Kopie, die Pussy. Ich würde einfach sagen, mein Lieblingsboss ist nicht echt. Ich glaube, es hat... Soll ne Mist. Sind denn meine Schmetterlinge? Was sind meine Schmetterlinge? Burn, Baby! Na, ups. Ich glaube, ich habe da was angezündet. Kommt davon, wenn man sich auf dem Balkon steht, um eine zu rauchen, ne? Ist hier das Bonfire? Ja, hier ist das Bonfire. Nein, nicht reißen. So, da auf dem Balkon war doch auch was. Ach ja, da war der Merchant mit der Leiter. Ich bin auch der Meinung, dass die Covenants, die wir damals hatten, gar nicht so in Dark Souls 2 reinpassen. Weil so der Finster-Covenant, da mit den ganzen Finstergeistern und sowas, der passte besser nach Nordran, wo alles so dunkel und finster war. Das passt hier so gar nicht, finde ich. Der hätte man vielleicht neu machen sollen, mit das für den Rattenkönig und sowas. Das passt dann schon eher. Vielleicht ist sein Drache in der Werkstatt und ist kaputt und er hat den gerade beim Herrichten. Vielleicht hat er deswegen keinen Drachen dabei. Seelen kannst du haben. Ne, ich weiß nicht, Drachenreiter oder wie von Reiter braucht normalerweise auch das passende Tier dazu, da gebe ich dir recht. Den hätte man besser kombinieren können im... Aldias Zuflucht oder Aldias Festung, wie das hieß, wo der Drache eh schon im Käfig ist. Da hätte man vielleicht einen Doppelkampf machen können mit dem Drachenreiter oder der Drachenreiter auf dem roten Büfern obendrauf. Finde ich zumindest. Aber gut, die Drachen sind eh so piss einfach. Rang 3 von was und welcher Boss? Meinst du denn den Schattenlurker oder wie? Ich weiß, das sieht aus wie ein Engel. Wie so ein Geisterengel. Ich kenne ihn ja, aber falls du den jetzt meinst, ich weiß jetzt nicht genau, auf was du abzielst. Ob du den jetzt genau meinst oder etwas anderes. Das musst du mir sagen. Das war vielleicht ein Fehler jetzt. Ah, da liegt das Item drin. Du bleibst nicht ewig oben, okay. Ja, aber das dauert so lang, bis du zu dem Boss hinkommst. Du musst erstmal in diesen Finster... Ding finden. Ich glaube, das ist doch der Covenant, wo du dreimal zu diesem Opa im Rollstuhl musst, oder? Zweimal habe ich ihn gefunden, wo er ist, beim dritten Mal hast du dann schon ausgebissen. Und dann brauchst du Rang 3, oder? Ist das der Covenant mit dem Alten? Oder denke ich da jetzt verkehrt?
Hey, Patty's over here. There's treasure. I don't quite have the. Patty ist genauso ein Charakter wie. Wie hieß er denn aus Demon's Souls und Dark Souls, der dich immer ins Loch runtergeschubst hat? Wie hieß denn der? Warum geht die Tür nicht auf? Nein, ich weiß nicht mehr, wer hieß. Schon so lange her. Ja, es gibt viele Dinge, die nicht wirklich in Dark Souls 2 reinpassen, finde ich. Shit. Ich weiß nicht, Nee, ich meine den Typen aus Dark Souls 1 und Demon's Souls, nicht Pate. Der hatte doch einen Namen, die Hyäne. Aber ich weiß den ersten Namen nicht mehr. Den habe ich gemeint. Kurafi sinnlos. Shit, an dem Gift kann man auch nicht aus, wenn du die Vasen zerdepperst, das erwischt dich jedes Mal. Weiß nicht, ich habe ab und zu den Gedanken, dass Dark Souls 2 ein anderes Entwicklerteam irgendwie gemacht hätte, weil da so viele Sachen nicht passen. Du könntest eigentlich sagen, es ist nur eine riesige Hommage an Dark Souls. Dark Souls 1, ja, riesiger Fanservice, weil es ist zwar nett, dass sie größere Gebiete haben, nicht größere, mehr Gebiete, aber die sind dafür alle nur so klein. Hätten sie lieber kleinere machen sollen wie in Dark Souls 1 und dafür irgendwie mehr Story rein und so. Hätte für mich mehr Sinn ergeben, finde ich. Aber gut, sieht jeder anders. Ich glaube, ich spiele den Weg, ich bin so doof. Ja, wie gesagt, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr von der Hyäne. Das sind die Typen. Das sind ja die Typen, das finde ich gar nicht gut. Ach, da komme ich hier raus, okay.